Ich habe vor einigen Wochen einen Post auf Social Media und YouTube gemacht, in dem ich ein bisschen darüber gewitzelt habe, dass ich seit Ewigkeiten keinen Luftkühler mehr verbaut habe. Das Feedback darauf fand ich sehr interessant, weil scheinbar wirklich viele Leute absolut pro Luft- bzw. kontra Wasserkühlung eingestellt sind und deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns doch einfach mal wieder einen bzw. sogar zwei moderne Luftkühler an. Dafür hat BeQuiet die hauseigene Speerspitze rübergeschickt, der erst vor kurzem vorgestellte Dark Rock Pro 5 sowie das absolute Topmodell der Dark Rock Elite mit dezenter ARGB-Beleuchtung. Wie gut sind diese riesen Towerkühler und wo liegen die Vor- und Nachteile zur AIO? Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß dabei! BeQuiet hat sich mit dem Nachfolger des Dark Rock Pro 4 auf jeden Fall mächtig Zeit gelassen. Mein Review zu diesem Kühler sowie zum kleinen Bruder ohne Pro ist bald 6 Jahre alt. So große Abstände bei der Modellpflege haben hier durchaus einen Grund. Es gibt einfach extrem wenig Potenzial, was man da noch ausschöpfen kann. Der DRP 4 gehörte und gehört immer noch mit zu den besten Luftkühlern, die der Markt zu bieten hat und da man nicht mehr wirklich größer werden kann, das gesamte Design sehr ausgeklügelt ist und der Flaschenhals der Wärmeübertragung sicherlich sowieso bereits zwischen Heatspreader und Bodenplatte liegt, kann man sich hier kaum noch verbessern. Dennoch gibt es nun, wie gesagt, zwei neue High-End-Modelle, die ein kleines bisschen besser kühlen sollen, ein überarbeitetes Montagesystem haben, mit zusätzlichen Features ausgestattet sind und in einem neuen Look daherkommen. Vom grundsätzlichen Aufbau des Kühlers und den verwendeten Materialien sind Dark Rock Pro 5 und Dark Rock Elite nahezu identisch. Beide haben einen vernickelten Kupferboden, der explizit auch für die Nutzung mit Flüssigmetall freigegeben ist, 7 Heatpipes, die sich durch die gesamten Lamellen hindurchziehen und die sind wiederum mit der schwarzen Keramikbeschichtung ausgestattet, um eine möglichst gute Performance bei dennoch schickem Design hinzubekommen. Die maximale Kühlleistung laut Hersteller wurde beim Vorgänger mit 250 Watt TDP angegeben, was beim 5er nun auf 270 und beim Elite sogar auf 280 Watt erhöht wurde. Ob das in der Praxis hinkommt, schauen wir später. Der Hauptunterschied liegt im Grunde bei den Lüftern. Mittig kommt zwar bei beiden Kühlern ein 135 mm großer Silent Wings zum Einsatz, der allerdings beim Pro 5 mit maximal 1700 RPM dreht, während es beim Elite bis zu 2000 RPM sind. Genau der gleiche Lüfter sitzt hier nochmal vorne dran, also 135 mm mit bis zu 2000 RPM, während es beim Pro 5 ein kleinerer 120 mm Silent Wings 4 ist, der aber dieses Mal auch eine Maximaldrehzahl von 2000 RPM aufweist. Die Befestigung ist nicht identisch, denn beim Dark Rock Pro 5 wurde das bekannte Klammersystem verwendet und beim Elite-Modell befindet sich der Lüfter in einem Rahmen, mit dem man ihn in 6 Stufen in der Höhe verstellen kann. Somit soll eine deutlich bessere RAM-Kompatibilität gewährleistet werden, was bei diesen Brocken ja generell immer etwas problematisch ist. Auch beim 5er kann man die Höhe anpassen, aber halt ein bisschen fummeliger und eingeschränkter über die Klammern. Eine Aussparung in den Lamellen haben sie beide, somit können normal hohe Arbeitsspeichermodelle auch im ersten Slot problemlos verwendet werden. Bei besonders hohen Modulen muss man aber natürlich dennoch aufpassen. Auch abgesehen vom RAM wurde auf genügend Freiraum zu umliegenden Bauteilen wie zum Beispiel den VRM-Kühlern geachtet, weshalb der mittlere Lüfterrahmen unten abgeschrägt ist und auch die Heatpipes einem ähnlichen Winkel folgen. Ja, und ansonsten haben wir eigentlich nur noch einen kleinen Designunterschied, denn im Deckel vom Elite ist eine dezente ARGB-Beleuchtung integriert, die ein Feld aus gebürstetem Alu mit dem BeQuiet-Logo umrandet. Außenrum ist eine Art Mesh. Beim Pro 5 gibt es hingegen keine Beleuchtung, der gesamte Deckel besteht aus schwarzem Metall und hat ebenfalls wieder das Logo sowie zwei Mesh-Elemente. Generell finde ich die neuen Designs ganz schick und alles macht einen sehr wertigen Eindruck. Dennoch muss ich sagen, dass mich der dicke Kunststoffrahmen um den vorderen Lüfter des Elite anfänglich gestört hat, was sich dann im eingebauten Zustand aber gebessert hat. Zumindest wenn das Ganze so aussieht, sprich Lüfter und Deckel exakt auf einer Höhe sind. Stellt man den Lüfter allerdings hoch, finde ich das optisch echt gar nicht schön und man muss auch extrem mit den Gehäusemaßen aufpassen, sprich dass man genügend Platz zum Seitenteil hat. Prinzipiell ist die Höhenverstellung natürlich ein sinnvolles Feature und es ist sicher auch nicht verkehrt, dabei Funktion vor Design zu stellen, aber so richtig schön ist es halt irgendwie nicht, oder? Die Montage ist, insbesondere für so große Kühler, wirklich ein Kinderspiel. Natürlich liegt Material für alle gängigen Intel- und AMD-Sockel bei, das ist ja klar, und außerdem kriegt ihr noch einen langen Kreuzschraubendreher dazu. Während der beim Vorgänger absolut notwendig war, da man durch den gesamten Kühler hindurchschrauben musste und kaum Spielraum hatte, geht es hier eigentlich auch mit ganz üblichem Werkzeug. Man nimmt den Deckel bzw. Rahmen ab, zieht das gesamte mittlere Lüfterelement raus und hat dann entsprechend etwas mehr Platz. Noch einfacher kann es in dieser Größenordnung eigentlich kaum sein, das hat mir wirklich gut gefallen und ebenfalls positiv finde ich, dass BeQuiet immer das gleiche Mounting-Material verwendet, also ihr könnt da sowohl die beiden neuen Kühler drauf montieren, als auch den Dark Rock Pro 4, die Pure Loop 2 und so weiter.
Vergesst nicht, den Sticker vom Kühlerboden zu entfernen. Im Eifer des Gefechts ist das ein gern gemachter Fehler. Wärmeleitpaste liegt übrigens ebenfalls bei. Der vordere Lüfter wird über einen speziellen Stecker mit dem mittleren verbunden und geht dann in den typischen 4-Pin-PWM-Anschluss über. Das Kabel ist sehr kurz, hat damit aber eine angenehme Länge. Man kommt problemlos zum CPU-Fanheader und hat gleichzeitig keinerlei Kabel unnötig rumliegen. Das ARGB-Kabel ist natürlich ein bisschen länger, weil die Position dieses Anschlusses gerne mal variiert. Kritisieren kann man hier höchstens diesen eigenen Stecker, weil man dadurch halt nicht einfach so die Lüfter gegen andere Modelle austauschen kann, wobei das auf Wunsch auch problemlos möglich wäre, ein entsprechendes Y-Kabel ist ein Cent-Artikel. Neu ist noch der Quiet- bzw. Performance-Switch, mit dem ihr die maximale Drehzahl begrenzen und gleichzeitig die gesamte Lüfterkurve absenken könnt, da die je nach Temperatur anliegende Drehzahl in Prozent vom Maximum ausgeht. Unabhängig von diesem Schalter geht das natürlich auch im BIOS oder über eine entsprechende Software, aber wer da keine Lust drauf oder vielleicht einfach keine Ahnung hat, was eingestellt werden muss, kann hiermit schnell und einfach die Lautstärke reduzieren. Von maximal 2000 RPM geht es runter auf 1500 bzw. beim mittleren Lüfter des Pro 5 von 1700 auf 1300 Umdrehungen pro Minute. Um einen kleinen Eindruck der Performance zu bekommen, nehmen wir uns den BeQuiet PC, den ich für das Weihnachtsgewinnspiel gebaut habe. Da ist ja eine PureLoop 2 FX mit 360 mm Radiator drin. Wir haben also einmal davon die Ergebnisse, testen die beiden neuen Luftkühler und nehmen für den Vergleich auch noch den Darkrock Pro 4 mit rein. In dem PC verbaut ist ein Ryzen 7 7700X, also eine CPU, die generell mit sehr hohen Temperaturen arbeitet und eine TDP von 145 Watt hat. Wir lassen jeweils eine halbe Stunde den Dauertest von Cinebench R23 laufen. Das ist schon eine wirklich heftige Last und ich würde sagen, lasst uns direkt mal einen Blick auf die Ergebnisse werfen. Bei maximaler Drehzahl sind die folgenden Werte herausgekommen. Generell sieht man da schon gut, wie eng alle Kühler beieinander liegen. Am besten hat die PureLoop 2 AIO Wasserkühlung abgeschnitten, allerdings muss man dabei auch sagen, dass die bei 100% Drehzahl wirklich mit Abstand am lautesten ist. Dann folgen die beiden neuen Luftkühler jeweils im Performance-Modus. Da werden durch die hohen Drehzahlen von bis zu 2000 RPM nochmal ca. 2 bis 3 Grad im Vergleich zum Quiet-Mode gut gemacht. Der Darkrock Pro 4 kann generell nur mit maximal 1500 RPM drehen, ist also vergleichbar mit den Q-Profilen und liegt auch nur ganz knapp hinterm DRP5 mit maximal gleicher Drehzahl. Wenn ich die Tabelle nach Lautstärke sortieren müsste, würde das Ganze so aussehen. Das ist aber nur mein subjektiver Eindruck, sprich beruht nicht auf exakten Messergebnissen, ganz wichtig. Dann habe ich das gleiche nochmal mit festgesetzten Lüftern auf 1000 RPM getestet, wobei diese Werte hier herausgekommen sind. Die Wasserkühlung bleibt nach wie vor auf dem ersten Platz, die Veränderung der Pumpendrehzahl hatte nur minimale Auswirkungen und generell muss ich echt sagen, dass auch bei maximaler Drehzahl die Pumpe wirklich ziemlich leise ist. Quiet- und Performance-Modus machen an der Stelle natürlich keinen Sinn mehr, weil wir ja eh mit festen 1000 RPM arbeiten. Die drei Luftkühler haben sich genauso positioniert, wie es zu erwarten war. Tatsächlich sind Darkrock Elite und Darkrock Pro 5 also etwas besser als der Vorgänger. Zwischen den beiden neuen gibt es aber nur minimale Unterschiede, das ist am Ende einfach der vordere Lüfter. Bei der Lautstärke würde ich die Reihenfolge dieses Mal so einschätzen, wobei das wirklich geringe Unterschiede sind. Also die drei Luftkühler nehmen sich kaum etwas und selbst die Wasserkühlung ist mit langsam laufender Pumpe nur einen Hauch lauter. Etwas darüber liegt dann nochmal die AIO mit maximaler Pumpendrehzahl, wobei das wie eben schon gesagt ein eher dezentes und angenehmes Laufgeräusch ist. Da gibt es weitaus lautere Modelle. Es ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, hierbei das Fazit zu ziehen, denn alle vier Kühler machen einen wirklich guten Job. Ganz deutlich zu sehen ist, dass niemand mit einem Darkrock Pro 4 traurig sein muss, denn im Luftkühlerbereich geht einfach nicht viel mehr. Entsprechend bleibt dieser Kühler auch weiterhin eine Empfehlung, vor allem weil er etwas günstiger ist als die neuen Varianten. Ob Darkrock Pro 5 oder Elite ist eine Geschmacks- und Platzfrage. Klar, die RGB-Beleuchtung ist cool, aber durch den großen Frontlüfter wird es auf jeden Fall enger beim Arbeitsspeicher. Ich persönlich würde den normalen 5er daher sogar vorziehen. Ihr habt weniger Stress und dennoch kaum schlechtere Werte. Preislich ruft BeQuiet für den Darkrock Pro 5 eine UVP von 99,90 Euro auf, während es beim Darkrock Elite 114,90 Euro sind. Das ist definitiv sehr, sehr viel Geld für einen Luftkühler und zum Glück liegen die Straßenpreise jeweils schon 10 bis 15 Euro darunter. Weniger ist immer besser, das ist ja klar, aber damit befindet man sich auf einem konkurrenzfähigen Niveau unter den Markenherstellern. Ein Noctua NHD 15 kostet zum Beispiel gerade 108 Euro bzw. in der Black Edition sogar 119 Euro und auch ein paar andere Konkurrenten liegen in dieser typischen 80 bis 120 Euro Klasse. Interessant ist auf jeden Fall, dass man zum Beispiel eine PureLoop 2 mit dem großen 360er Radiator auch schon für ca. 115 Euro bekommt, also das ist durchaus die gleiche Preisklasse.
Die Luftkühler sind etwas leiser, die AIO kühlt ein bisschen besser. Die Luftkühler sind auf jeden Fall langlebiger, also theoretisch kriegt man die ja kaum kaputt und könnte sie sozusagen Jahrzehnte nutzen, während eine AIO mit hoher Sicherheit nicht so lange durchhält, also realistisch wird irgendwas um die 5 bis 7 Jahre sein und das ist natürlich auch nicht wenig. Ansonsten ist es platztechnisch mit der AIO in der Regel entspannter, man muss zwar den Radiator unterbringen können, hat dann aber im CPU-Bereich Freiraum ohne Ende, kein Stress mit der Gehäusebreite, der RAM-Höhe etc. Das sind, denke ich, so die Hauptunterschiede und am Ende muss natürlich jeder die Vor- und Nachteile für sich und das eigene System abwägen. An der Stelle bin ich aber sehr auf eure Meinungen gespannt, schreibt mir also unbedingt mal unten rein, wofür ihr euch entscheiden würdet oder entschieden habt. Damit sind wir nun am Ende angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, lasst ein Like sowie Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!